So, Reichensnob. Hallöchen zusammen. Wir sind wieder in Phasmophobia. Heute doch nochmal zu zweit. Zwei Runden haben wir einfach mal dazwischen geschoben, Lexi und ich. Und danach, also morgen, machen wir dann wohl wieder zwei, drei Runden mit Summi. Also zu dritt dann. So, jetzt wollten wir uns mal kurz einmal hier im Raum auch umgucken, weil irgendwie haben wir das noch nie getan. Wir sind immer Ja, aber du direkt an musst mich die. vorher einladen. Ach so, Genau. ja, stimmt. Du musst ja dazu. Haha. Ja. Haha. Ja, dafür muss ich natürlich an die. Und deswegen haben wir das wahrscheinlich nie getan, weil ich dann ja immer an der Wand schon bin. Mehr Spieler. I've gathered a list of other hunters asking for help. Privates Spiel erstellen. So, Einladungscode. 96. 5591. So, kann ich jetzt hier quasi, jetzt sitzt du mir wieder vor der Nase? Das kannst du Escape drücken. Da stehst du. Was ist der? Guten Tag. Genau, wir, ja, guten Tag. Wir haben immer noch diese hässlichen Masken auf. Kann man Ja, die mal wo wieder ist denn das absetzen, ey? Licht? Ist auch nicht. Gibt es hier nicht bestimmte Lichtschalter irgendwo, oder? Sehe nichts. Oder kann man das später erst. Was ist denn hier? Nee. Oh. Lustig. Irgendwie. Sicherungskasten kann ich auch nicht bedienen, insofern. Ist wahrscheinlich, weil Halloween immer noch ist. Kann natürlich sein. Obwohl, nee, das kann es ja nicht sein. Kreuz, der hängt immer so super da rum. Nehmen wir mal den Lichtschalter hier. Ja, der geht nicht, habe ich schon. Scheiße. Ich habe auch die Fotowand nicht, ne? Vielleicht geht das nur beim Professionellen. Im Moment sind wir doch noch gar nicht. Keine Ahnung. Und es wird erst nachher Licht hier eingebaut. Keine Ahnung. Was ist denn? Achso, ne, das bist du. Bin ich. Naja. Whatever. Die hatten, ja, Na vielleicht kann man gut. auch mit der Zeit als Gegenstände. Wir hatten ja auch hier diesen Basketballkorb hängen und so. Ich weiß nicht, ich sehe doch nichts. Vielleicht mit Doch, da ist Level er. kann Doch, ich. da ist er. Okay. Aber So, ich habe keinen zweite Basketball. Taschenlampe. Salz. Na gut, dann gehe ich auch mal an das Board. Kruzifix, Kerze, Knicklicht. Was haben wir denn jetzt alles? Eigentlich alles. Oder fehlt sonst Nee, noch was? Feuerzeug vielleicht noch. Das Objekt und der Thermometer Habe ich vielleicht, wenn du noch eins? einen hast. Feuerzeug habe ich. Ja. Thermometer habe ich zwei Stück. Aber ich nehme nur eins mit. So. Feuerzeug, Thermometer haben wir. Okay, dann wähle ich meinen Job. Warte mal. Ja. Kauf mir noch eine Videokamera. Okay. Dann können wir mal beide mit Orbs gucken. Ja, stimmt. So. Lange Schonfrist für die Jagd. Ja, das kennen wir ja. Ja, wir probieren jetzt mal Maple Lodge Campsite. Ah, Oh nee. nee. Ah, nee. Nee, ich nehme ein normales Haus. Ja, bitte. Willow Street hatten wir zuletzt. Wir nehmen wir Edgefield Street. Weiß ich nicht, ob wir das dazu. Ist ja egal. Es ändert sich ja jedes Mal, was da passiert. Bereit. Ach so. Nee, eigentlich Start. nicht. Nee, sind wir ja nie. Und was gehen wir denn zuerst rein? Alles, was wir Wieso habe ich hingehen eigentlich. müssen. Moment mal eben. Wieso Was ist mein denn? Bild? Mein Bild ist irgendwie. Ich habe hier so ein 4 zu 3 Bild. Habe ich Gerade. nicht. Warum ist mir das denn jetzt passiert? Keine Ahnung.
Warte mal. Mal eben in die Optionen gehen. Video, Vollbild, 1600 mal 1200. Wie komme ich denn an sowas? Weiß ich auch nicht. Kann man da nicht mal. 1400, ach, geht ja in die falsche Richtung. 1920, 1080. 2065, 1499 Hertz, nein, 59. Stopp. Ja, machen wir so. Anwenden. Ja, sieht doch besser aus. Ja, ich bin mir sicher. So, weiter. Bist du da? Nee, ich habe wahrscheinlich genau gewartet, bis du fertig bist. Echt? Das wäre ja doof. Ich bin immer noch bei 90% jetzt. Müsste es kommen, oder? Ah, ja. Jetzt bist du da. We've arrived. Check the equipment and get set up before investigating. So, finde den Mess. Muss das hier so blenden, eh? Mit einem Kruzifix. EMF, EMF soll man nehmen. Und reinigen Räucherstäbchen. Die haben wir natürlich nicht. Egal. John Thomas. Ich nehme mal an, dass er die Aussprache Englisch sein wird, nur wenn man ihn ruft. Das ist egal, ja. Aber ich habe mal noch eine EMF mit. Und antworte nur, wenn man allein ist. Und den Dots. Ja, so. Bräuchtest du auf jeden Fall eine Kamera? Ja, das habe ich vor. Dann nehme ich die Sprachbox noch mit. Willst du nicht ein Thermometer mitnehmen und die Taschenlampe? Ja, doch. Thermometer auf jeden Fall. Ja, oder Taschenlampe. Brauchst du ja nicht. Brauche ich nicht. Na gut, bin mir nicht so sicher. Ja, ich kann ja mit Nachtsicht durchlaufen. Das ist ja kein Ding. Ja gut, wenn dir das reicht. Das würde ich dann sehen. Na gut. Ging nochmal Nachtsicht mit F? Nee. Wie ging, achso, da. Rechte Maustaste. Schlüssel hast du? Natürlich. Was frage ich denn? So, also, wie gesagt, der kann ja jetzt am Anfang normal noch angreifen. Also sollten wir versuchen, ihn irgendwie auszulocken. Er kommt aber, er antwortet nur, wenn wir alleine. Ja, müssen wir nicht antworten. Ja, ich habe ja extra die Sprachbox bei. Ja. Okay, ich habe natürlich das Problem, dass ich, wenn ich Temperatur messen will, sehe ich natürlich nichts. Das war wieder gut durchdacht. Dann gib mir doch den Temperaturmesser. Ich würde gern. Sag mal, seht ihr. War hier gerade ein Orb? Vielleicht schneit es auch hier durch, genau. Kann auch sein. Ja, stimmt, vielleicht habe ich Schneeflocken gesehen. Durchaus möglich. Ah, obwohl, nee, wir haben ja. Ich hatte gerade 1,7 Grad. Wo bist du? Im Wohnzimmer. Wo? Unten? Ja. Nach oben. Ich finde gerade nicht mehr runter. Jetzt habe ich wieder 18 Grad. Habe ich doch richtig gesehen. Ich habe mich doch nicht verguckt. Ich finde nicht mehr runter. Das ist ein Problem. Schwierig, ja. Scheint mir auch so. Aber da kommst du doch runter. Wohnzimmer bist du? Ach da. John Thomas. Ist da gerade eine Tür zugegangen? John Thomas, zeig dich uns. So, wir sind zu zweit hier. Ne? Oder bist du da? Ich bin alleine. Nein, du bist alleine. John Thomas, zeig dich uns. Wo bist du? Nee, jetzt bin ich hier mit. Mach mal die Kamera raus und guck mal, was da durchläuft.
Jetzt bist du wieder allein. Ja, dann da war gerade eine Aktivität. Wir haben noch 2 Minuten. Oh, hol doch diesen Scheiß da, ey. Mann. Das ist jetzt so. Im Moment ist doch jetzt nochmal 15 Grad. Ich hatte eben 1,7 Grad, könnte ich schwören. John Thomas, zeig dich uns. Es knarrt immer, aber da hinten bist du, ne? Geisterbuch hingelegt, ja. Ne? Ist auch gerade nichts. Ich kann das im Video nachher noch mal sehen, dass ich wirklich 1, so und so viel Grad hatte. Oder ob ich mich so verguckt, jetzt nochmal 23 Grad. Ja. Wir sind definitiv Orbs. Da eine Tür. Da kommt gerade was Großes. Okay. Was ist das? Ich war das. Oh mein Gott. Die Tür auch? Nee. Links heißt was? Oh, ganz groß gerade, ganz groß. Diese Richtung. Scheiße, ich hasse das. Ich hasse das. Boah, fuck. Mann. Ist da gerade die Tür zugegangen oder hast du die zugegangen? Ich bin im Dingens, im Truck. Oh Gott. Ah, die Tür geht noch hoch. Ich würde gern den. Bist du es? Ja. Noch woanders hinsetzen. Warte, stellen wir mal die Videokamera. Ist im Buch was? Achso, ne, hab ich noch gar nicht geguckt. Ich kann es aber auch im Moment schlecht sehen. Was, du hast? Nein. Die Kamera hier hinstellen, ja. Stell die mal so. Da war gerade ein Riesenausschlag. 8,8.
5,8 Grad. So, ich packe das Ding mal in den Flur. Guck mal noch schnell auf dem Buch. Ich sehe doch nichts. Salz hast du noch nicht ausgestreut, ne? Mm-mm. Sollten wir das tun? Mm-mm. Aber Kruzifix sollten wir, ne? Mm. Ja, aber ob das hilft, ist die Frage, ne? Müssen wir aber. Ja, ich nehm's mal mit. Muss man es nur einfach halten oder muss man noch was machen dann? Das habe ich noch nie verstanden. Das bei sagen. Kann eigentlich nicht, ne? Also kannst ja nichts drücken hier. Ich glaube, man muss das einfach nur vor sich. Ja, das habe ich versucht und hat er mich trotzdem erwischt letztens. Ja, wenn er von hinten kommt, glaube ich. Ich glaube, du musst das echt dem ins Gesicht zeigen. Oh Gott. Warum habe ich jetzt keine Taschenlampe mitgenommen? Warum bin ich so dumm? Ich bin nochmal durch. Ja, ja. Achso, was habe ich denn jetzt noch dabei? Also Temperatur. Naja, ich lasse erstmal noch die Box hier. Taschenlampe. Achso, Fingerabdruck haben wir auch noch nicht gecheckt. Ne? Doch, habe ich gecheckt, aber ich habe nichts gesehen. Ja gut, aber wir sollten nicht zu voreilig damit sein, solche Sachen direkt auszustreichen. Ich glaube, das ist unser größter Fehler, dass wir immer sagen, ne, ist nicht, ist nicht. Das Schlimme ist, ich habe ja auch kein EMF. Nicht dabei oder hast du keinen Ausschlag gehabt? Ich habe es auf dem Boden liegen da vorne angeschaltet. Ach so. Wir können auch die Geisterbox da angeschaltet hinlegen. Stimmt, könnte man. Na gut, jetzt gehe ich erstmal so rein. Oh Gott. Das Schlimme ist nur, dass ich überhaupt denn da? Gar nichts ist. Der hat ja auch irgendwas rumgeworfen hier. Ah, rumgeworfen? Da liegt ein Becher auf dem Boden. Da hat er was rumgeworfen. Ah, Tür! Tür! Also dieses Dots-Ding hat nur geblinkt. Also der, ich finde ihn sehr aggressiv, diesen Geist. Ja, ist er. Ja, ich gehe mal wieder rein. Guck mal noch nach Fingerabdrücken schnell. Na gut, ich kann jetzt ja nichts mehr in dem Buch steht. Das sind keine. Kann ich zumindest noch sehen. Ja, das, ja. Okay, das heißt, kein Buch, also muss Dots. Nee, nee, nicht zwangsweise, oder? Doch. Die Sache hieß doch, es ist etwas. Und vice versa. Wenn was im Buch ist, ist kein Dot. Wenn Dot ist, ist Buch. Nee. Das war vice versa. Warte mal. Das muss ich mal eben erstmal hier. So, EMF habe ich nichts gemerkt. Obwohl wir sollten eigentlich einen EMF-Ausschlag geben, aber ich habe keinen. Ja, Abdrücke habe ich auch keine. Buch nicht. Dot war dann wohl Gefrier. War Gefrier? Kann ich nicht sagen, weil ich war ja nicht in dem Raum mit dem. Ich war ja in dem Nachbarraum. Da war es allerdings einmal sehr kalt, urplötzlich. Also Orb habe ist Jurei. Also sagen wir mal, es wäre Gefriertemperatur gewesen. Geisterbox weiß ich nicht. Orb meinst du gesehen zu haben? Ja. Ich weiß aber, bin nicht wegen dem blöden Schnee. Also Geisterbuch hat er nicht, aber gut, Geisterbuch hat er nicht reingeschrieben, weil wir es nicht in der Küche liegen hatten. Das ist natürlich. Kann natürlich sein. Ja, da bin ich fast von überzeugt. Warte, manchmal gucken, Revenant oder Onryo? Was kann denn Onryo?
Nee. Also Geisterbox geantwortet hat er zumindest ja nicht. Wobei ich natürlich das auch wieder nicht in der Küche ausprobiert habe. Na, sag mal, ja, wer wirft denn Sachen? Ja, wer wirft Sachen und scheint sehr aggressiv zu sein. Also sagen wir mal, wir hätten kein EMF gehabt, angeblich. Poltergeist könnte es Und keine sein. Fingerabdrücke. Na gut, der hat aber Fingerabdrücke. Also Revenant, Juraj und also das hätte ich jetzt. Moment. Revenant ist langsam, aber attackiert heftig und wahllos. Gerüchten zufolge ist ein Revenant schneller, wenn er jemanden jagt. Stärken wird schneller, wenn er ein Opfer jagt. Schwächen versteckt man sich vor dem Revenant, bewegt er sich sehr langsam. Ja, das weiß ich nicht. Geisterorb, Geisterbuch und Gefriertemperaturen werden bei dem. Ja, aber wie gesagt, das können wir jetzt schlecht sagen. Du müsstest das Buch noch mal in die Küche legen. Ich liege gar nicht in die Küche. Nee, nee, keine Chance. Nein, nicht. So, was haben wir noch? Ein Juraj unten und links da. Eben gucken, Juraj. Gründen des Hasses oder seiner unerfüllten Rache in die physische Welt zurückkehrte. Stärkeren Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Nee, ich sag dir, was es ist. Ein Raiju. Meine Kamera ist nämlich ausgefallen. Ja, das kann natürlich sein. Was wären nämlich Dots, Orb und EMF Ebene 5? Ja gut, aber das sind natürlich alles Beweise, die wir jetzt nicht wirklich hatten. Also außer vielleicht, nee, außer ja, ob vielleicht, wenn er das gesehen hast. Wo war Muss denn der noch mal Geist? rein, aber ich will nicht. Ja, ich verstehe schon. Welche Geister aber eben gucken. Eben. Eben mal gucken. Also der Poltergeist würde zumindest Sachen schmeißen, ne? Weiß natürlich nicht, ob andere auch, obwohl es nicht explizit drin steht, Also ich vielleicht glaube, auch Gefrier war nicht. Sachen werfen. Ja, ich weiß es doch nicht. Wir waren nicht, ich war nicht mit dem Dings in der Küche. Ja, aber du hast doch keinen kalten Atem gehabt die ganze Zeit. Es war kein Ja. Gefrier. Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, müssen uns ja jetzt für irgendwas entscheiden. Ja. Ja, also nehmen wir halt einen Raiju. Ja, aber den. Ja. Ja, ich nehme Raiju. Komm. Ich da allein nicht weitermachen. Wir spielen gerade extremst da drin rum. Es wird eh nur tödlich ausgehen. Wir werden alles verlieren. Schreckt mich doch nicht so, ey. Wir haben kein Ziel erreicht, ey. Keins. Ja, das ist geil. Ich stand da in der Garage, ey. Hast mich hier voll zurückgelassen. Welcome back.
Oh, 10 Dollar Fotos, ey. 25 über 20. Meiling. Ja, gut. Und somit haben wir es wieder versaut. Und ja, wir machen dann gleich direkt noch ein Haus. Aber für diese Folge ist damit jetzt erstmal hier Ende. Und ja, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und schaltet dann einfach nächstes Mal wieder ein. Und ja, vielleicht sind wir dann. Sind wir irgendwann, sind wir mal besser eines Tages. Bis dahin sagen wir ciao, ciao.